Hallo Leute und willkommen zu einem, ich sag mal, gewissen Nachholpart von Super Mario 3D World. Ich werde jetzt heute nochmal die Level spielen, die ich irgendwie nicht hochgeladen habe. Ich weiß nicht, was mit diesen Videos passiert ist. Und wir starten mit Rosalina in dieses Level rein, wo ich den ersten Grünstern nicht gefunden habe. Und ich weiß immer noch nicht, wo sich der befindet. Vielleicht können wir den ja gemeinsam in diesem Part finden. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wo der sein soll. Wie gesagt, habe ich damals keine Ahnung gehabt, obwohl ich wirklich überall geguckt habe. Ja, das war knapp. Welches Item gibt es denn hier? Die Katzenglocke. Ja, okay, vielleicht kann es doch daran liegen, dass ich vielleicht oben etwas übersehen habe. Nein, aktuell noch nicht. Das kann natürlich immer noch kommen. Ja, wenn ihr übrigens neu auf dem Kanal seid, kann ich euch wärmstens das Let's Play von Mario Strikers Battle League Football empfehlen. Das läuft aktuell, wie gesagt, ist das neueste Spiel von Nintendo. Kommt eigentlich erst am 10.06. raus, aber ich spiele schon ab dem 9.06. Und ja, einfach mal reinschauen, würde mich super freuen. Und nun, was ist das? Ach so, okay. Hier haben wir eine Kugel und hier ist die zweite. Oh, die ist mal ein bisschen schwieriger. Okay. Ach, Brö, das geht da lang. Oh Gott, ich dachte, das geht nach oben. Na, scheiße, direkt verkackt. Direkt verkackt. Dann auf ein neues. Ja, ich mache einfach direkt die andere Kugel. So, also das bleibt ja einfach so. Und dann... Ja, was? Wie scheiße. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, alle guten Dinge sind rainy. Also machen wir an das Ding. So, mal wieder so. Ja, der Boden ist schön, ne? Ja, meistens das Muster. Was war das? Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Was ist denn jetzt da passiert, bitte? Okay. Gegen neue Sachen habe ich ja nichts, aber was war das? Och, Jungs. Ja, ich werde es ganz kurz machen. Bisschen. Ja, genau, wenn ich dann cutte, schaffe ich es natürlich. Perfekt. So, jetzt muss nur das noch funktionieren. Puh. Und damit kriegen wir den Grünstern, den mir noch gefehlt hatte. Damit haben wir ja alle drei Grünsterne in Stempel. Da mir 7 Level insgesamt fehlen, muss ich gucken, ob ich alle Grünsterne zeigen kann. Und auch alle Stempel. Ich glaube, ich bin schon zweimal bei diesem Sprung, glaube ich, im Originalpart gestorben, weil der absolut behindert ist. Meine Fresse. Bin ich dumm? Hol den Tanuki. Was? Och, Junge! Wie unnötig! Boah, ey, das ist schon wieder so, als ich damals wieder mal die Katzendocke in die Warp-Box geworfen habe. Genauso dumm ist das. Das ist die... Oh, aufpassen, die haben ja Stacheln. Dadurch können die uns ein bisschen mehr verletzen. Gut. Nun will ich aber... Nun will ich aber wirklich das mal schaffen. So, mit der Katze ist natürlich ganz easy. Und wir sind schon beim Checkpoint mit der Plessy-Passage. Wie ich mich jetzt daran erinnern kann, gab es hier bei der Plessy-Passage nichts. Der ist einfach nur so da. Natürlich Plessy immer ganz nice. Und auch der Aufbau sieht alles schön aus. Aber Bro, es ist halt nur eine ganz kurze Plessy-Passage. Das ist nicht wirklich schwierig. Es gibt hier nichts zu collecten, gar nichts. Nun ja, ist ja auch egal. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was hier ist. Nämlich, ganz versteckt ist hier eine random Feuerblume. Keine Ahnung, warum es die hier gibt. Sheesh. Das ist das Outfit von Rosalina. Generell hat die schon heftige Outfits, muss ich sagen. Ja, und hier gibt es halt den Grünstern einfach alle Felder einfärben. Das ergibt Link, glaube ich. Und es ergibt sogar...
eine Zelda-Musik am Ende. Ja, und hier halt einfach mal alle Münzen einsammeln. Ich mach das jetzt halt nicht, weil, wie gesagt, habe ich den Grünstern schon. Oh Gott. Und wie ich diese Trapeze hasse. Alter, am äußersten Rand. Junge, wie habe ich das gemacht? Okay. Und... Okay. Gut, und hier kommen Münzen. Und nochmal Münzen. Und nochmal Münzen. Und noch mehr Münzen. Ja, ich kann mir ganz kurz ein One-Up machen. Wenn ich nicht sterbe. Okay. Ja gut, war ein solides Level. Aber ich versuche das ein bisschen schneller zu schaffen. Weil wie gesagt, muss ich hier 7 Level nachholen. Den Stempel. Oh jo, wo war der denn eigentlich? Ich glaube, man musste sich bei einer Sache runterfallen lassen. Okay. Keine Ahnung. Oh, wir haben einen neuen Höchstpunktzahl. Ja, liegt bestimmt an den Münzen. Seudede. Den wurschtet damit. Und dann kommen wir in Weltstern 2. Ein. Ja. Die Supergalaxie. Mit Toads. Nice. Guten Morgen. Achso, ja, du brauchst ja mehrere Hits. Ja, hier dreht sich diese Plattform einfach und ja, es gibt böse Super Mario Galaxy Gegner. Welches Item gibt es hier? Nichts. Perfekt. Ich glaube, es gibt die Bumerangblume, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche. Ne, also bisher gibt es nur Münzen. Ja, einfach auf den Block gehen. Wenn ich es schaffen würde. Einfach auf den Block springen und den Stern holen. Aufpassen, dass die Gegner den nicht kaputt machen. Dann seid ihr eigentlich safe. Oh, war das vielleicht ein bisschen schlechtes Timing? Wisst ihr, ich habe es nicht mal mehr versucht, ne? Also man muss da unglaublich perfektes Super-Timing haben. Wenn ihr das schafft, seid ihr die größten Parkourläufer der Welt. Ich sag's euch. Ja, ich habe mal ganz kurz gezeigt, wie man Level Speedrunnt. Nicht nachmachen, meine lieben Zuschauer. Wow, okay. Gut, ja, ich warte jetzt einfach nochmal eine Rotation. Ich muss wirklich jetzt das perfekte Timing erwischen. Komm, Tod, du bist der schnellste Charakter im Spiel. Warte mal, er war gerade nicht mal auf Highspeed? Kannst du den Galumba mal treffen eigentlich? Bam. Oh shit. Das mag ich ja gar nicht. Oh, ja, immer auf der Seite sein, wo die Warpbox ist. Dann seid ihr safe. Gut, und hier... Ah ja, genau. Da braucht man ein paar Cheats. Also, am besten holt ihr euch die Katzenglocke, aber ich habe es damals auch anders geschafft. Nämlich... Oh nein! Also, man kann sich da hochcheaten. Man braucht übrigens ganz random eine Katzenglocke hier. Ja, geht einfach ins erste Level zurück, wenn ihr das einfach gechillt machen möchtet. Ich habe das auf die Cheater-Art und Weise gemacht. Hier gibt es übrigens ein One-Up. Kann man sich immer ganz gut holen. Achso, das bleibt so. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gut. Dann wische ich aber auch weiter. Nämlich zu diesem Horror. Was mache ich? Alter Schwede, der Gegner war so von meinem Skill erstarrt, dass er einfach nicht mehr schießen konnte. Oh oh. Ja, und da unten gibt es den Grünstern. Perfektes Timing erwischen und dann habt ihr den. Ja gut, dann haben wir hier... ja, alles gesehen, nach meiner Meinung. In den Hintergrund ist die Sternwarte. Übrigens steht da auch Rosalina, wenn ihr sie noch nicht freigeschaltet habt. Und die sagt euch dann nichts. Die winkt euch nur zu, ganz nett. So wie die Frauen das halt machen, damit man in sie interessiert ist. Entschuldigung. Und ja... Dann hat man Rosalina als spielbaren Charakter. Fand ich ein bisschen früh, aber natürlich kann man das auch so sehen.
So, auf dem Holzweg. Ey, ich kann mich doch daran erinnern, dass ich ein Video hochgeladen habe mit Rosalinas Holzweg. Jetzt gucke ich nochmal in meinen Aufnahmen nach. Nein, ich habe den nicht mehr. Also, was habe ich eigentlich damals geschissen? Was für eine Scheiße habe ich geschissen? Oder habe ich einen anderen Aufnahmeordner gehabt? Nö. Ich guck hier nochmal. Nö. Also, das ist super. Ich habe eigentlich wirklich so meine Parts damals benannt. Die Dateien einfach. Und ich habe es trotzdem geschafft, es zu verkacken. Naja. Der Gumba tut uns übrigens nichts. Der ist einfach nur zur Deko da. Den ihr auch jetzt killen könnt. Oder bringt sich einfach selbst um. Ist der beste Weg. Ja, nicer Soundtrack. Ich kann noch nicht mehr aufhören zu singen. So, da ist kein grüner Stern, okay. Dann lass uns mal weitergehen. Ich glaube, da oben war was. Bin mir aber nicht sicher. Oh doch, das sieht sehr sass aus. Ficken. Guten Morgen. Ja. Hab das jetzt nochmal nachgespielt. Boah, dieser Sprung ist aber auch nicht ohne. Achso, oh, da war noch eine Zwischenlandungsplattform. Jo, 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 jo. Warte mal. Hä? Wo geht's lang? Da hinten. Aber ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass da oben... Ey, Digga, Mann! Weiter geht's. So, okay. Ja, hier einfach rotieren lassen und dann den Stern holen. Easy. Oh, ich will das One-Up! Ich will das One-Up! Betrug, die 5 Sekunden waren nicht vorbei. Ah ja, und hier ist noch größerer Betrug. Ah ne. Oh, 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 oh. Wo ist der Checkpoint eigentlich? Ich will einen Checkpoint. Anzeige. Wenn da hinten jetzt kein Checkpoint kommt, ne? Jump! Boah! Ich glaube, wir haben schon einen grünen Stern verpasst. Ah ne, wir haben schon einen eingesammelt, ich Idiot. gut, was? Ich habe übrigens am Anfang des Levels auch schon gesehen, dass da irgendwie... Ach, wahrscheinlich dreht sich das nach links. Ich habe am Anfang des Levels auch gesehen, dass man da irgendwo hochklettern konnte. Ich frage mich, warum? Warum kann man da überhaupt hochklettern? Oh, schön in Luft gefangen. Ja, hier gibt es eine Bumerangblume. Fragt mich nicht, warum. Ja, ich habe mich damals da hochgecheatet. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von hier ist das besser. Gab es hier hinten sogar noch einen Grünstern? Ah, nee, gab es eine Kirsche, ne? Ja, aus unvermutlichen Gründen gibt es hier eine Kirsche. Ach, super. Ja, egal wo ich jetzt hinspringe, ich werde sterben. Das nenne ich mal einen Kirschen-Safe. Gut. Wie kommt man denn dann nochmal hoch? Oh oh. Ja, macht einfach eure Sachen. Macht eine Stampfattacke, Rollsprung, was auch immer. Oh, oh! Oh, lol, war das knapp. Achso, ich habe dafür meine Kirsche geopfert, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, hier gab es einen grünen Stern. Ja, für Rosalina gab es einen Stempel hier. Also, das fand ich so lächerlich. Aber ich habe zum Glück damals Rosalina gespielt. Gut. Boah, kann man sich darüber cheaten? Nein. Ich habe gerade mit meinem mathematischen Auge es ausgerechnet und nein, kann man nicht. Haben wir überhaupt schon den Checkpoint aktiviert? Ja, ne? Haben wir. Warum besteht eigentlich mein Commentary in letzter Zeit eigentlich nur noch aus Singen? Och, Alter, meine Fresse!
Ja, so cheatet man sich da hoch, Mann. Ich kann schon wieder ausrasten. Das ist doch ein Schmutzlevel wieder. Ein absolutes Scheißlevel, was überhaupt keinen Spaß macht. Boah, meine Fresse. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin back in business. Ordentlich unter Beschuss. Gib mir die Feuerblume. Töten, 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 töten. Ja, also, wer verrückt ist, so wie ich damals, der macht hier einen simplen Wandsprung. Ja, hier braucht man zwar die Kirchen, aber das kann man auch mit sehr viel Cheaten machen. Ich habe es geschafft damals mit Cheaten. Ich habe aber auch Rosalina gehabt. Da ist das nochmal ein bisschen easier. So, ihr stirbt bitte, danke. Ehre. So, und da hinten kann man die goldene Fahnenstange erreichen. La 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 la. Bam! So, da sind wir. Ich muss sagen, Peach hat echt schmale Beine, ne? Was ist denn da los, Alter? Also ich weiß, ich kann mir jetzt denken, dass Peach nicht über 50 Kilo oder so wiegt. Die ist magersüchtig so gefühlt. Aber die schmalen Beine, da kann ich... Also ich meine... Kurzer Facecam an. So kann ich da rumfassen. What the fuck? So, Weltstern 4, das machen wir jetzt noch schnell. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein anderes. Rauf auf den Zielpfad. Ja, okay, das kann man schnell machen. Ja, super, dass wir mit Rosalina da reinstarten. Ich wollte jetzt eher mit Toad spielen. Ja, also hier muss man den Zielpfad erreichen. Und bloß nicht runterfallen. Erster Grünstern. Sie hat gesagt, thank you for that. Bitch. Holy loli. Holy loli. Ach so. Gut. Ja, ihr habt schon den Stempel gesehen. Da hinten seht ihr auch den Grünstern. Nein. Oh Gott. Nein. Setz doch deine Fähigkeit ein. Ich hab doch Y gedrückt. Alles Mögliche. Aber das ist das Schlechte an Rosalina. Sobald man ein Item hat, kann die nicht mehr ihre Fähigkeit einsetzen. Das ist anders als bei Peach. Peach kann immer ihre Schwebetechnik einsetzen. Aber Rosalina, das kann ich euch jetzt gleich mal zeigen, wenn es wieder zu einem Moment kommt. Die kann ihre... Hier, guck mal. So, das kann man auf Y einsetzen. Und natürlich muss ich mit Y Feuerbälle feuern. Das ist komplett klar. Oder mit dem Tanuki meinen Schwanz in andere Gesichter knallen. Okay. Aber... Nee. Ich weiß ja nicht. Lass mich doch in Ruhe. So, wir haben jetzt alle drei Grünsterne und auch alle drei Federn. Was? Drei Federn? Nein, alle drei Grünsterne und den Stempel. Und jetzt muss man einfach nur hier hoch und hier entlang sprinten. Und irgendwann muss man sie einfach runterfallen lassen. Ach, hier gibt es sogar einen dritten Grünstern. Hä? Haben wir jetzt vier Grünsterne? Egal. Und dann einfach... Ja, also so sollte man es nicht machen. Ich bin ganz nach vorne gelaufen und habe mich irgendwo runterfallen lassen. Aber ich habe den Zielfall um ganz, ganz viele Meter überholt. Und dann habe ich das gemacht. Solltet ihr am besten auch machen, ist viel einfacher dann. Gut, dann haben wir das fertig. Dann noch Weltstern 5 und dann habe ich noch 6 und 7 vor mir. Ne, noch Weltstern 6. Oh Gott, ja, dann versuche ich das jetzt mal schnell noch zu machen. Bombenspaß im Land der Blöcke. Ja, auf Bomben habe ich Bock. Oh nein, das Level war kacke. Ach so, yo, genau. Ich wollte den eigentlich schon direkt packen, aber wenn er natürlich noch voll vom Bewusstsein ist, ist es natürlich komisch, ihn direkt zu packen, ne? Ich merke, du bist eine Bombe, bist einfach gepackt. Du hast schon sehr verkackt. Ich bin übrigens auch mal hochgekommen. Also da, auf dem Block. Ja, hier gibt es große Blöcke. Alter! Große Blöcke. Nicht umbringen, Peach. Ja, da, also das ist jetzt nicht der Maxi-Pilz. Das ist so... Yes. Ja, mit dem kann man Sachen machen, die Sachen... verbrauchen. Am besten die Blöcke da hinten nicht zerstören. Hier unten aber das zerstören. Wenn du schaffen würdest, Peach. Ja, also da ist der Stempel drin. Und werd mal kleiner. Werd kleiner, danke. Also da unten ist der Stempel und hier kann man sich hochballern. Peach, bist du dumm? Ich weiß, du bist ein Blondine, aber... Okay, nein. Nichts über Blondine. Ich bin kein Frauenfeind oder irgendwas. Deswegen ganz ruhig.
Okay, ja, ein einfacher Bonusraum. Einfach nur das. Das war's. Ja, hier gibt's, glaube ich, den Maxi-Pilz. Lol, können wir einfach nicht mehr herausfinden. Und mit dem, ja, könnte man die Blöcke dann zerstören. Oder vielleicht sogar erreichen, ich weiß es nicht. Also, ich meine, Grünschnitz. Wow. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, da unten gab's gar nichts. Ich werde es aber für wissenschaftliche Arbeiten austesten. Ach so, doch. Warum? Egal. Ja, und da hinten ist der magische Grünstern, der schon Domtendo in den Wahnsinn getrieben hat. Und Hübi ist ja auch an dem gestorben. Ja, weil der einfach die Brücke da auch zerstört. Aber wenn man das weiß, kann man das einfach aus der Entfernung machen und es easy, ja, finden. Finden? Egal. Oh Gott, die machen uns ja Schaden. Ich dachte, die hauen uns nur weg wie die Bulli. Wie die Bullis. Ja, aber nein, das machen sie nicht. Die sind viel böser. So, wo ist jetzt der wo ist jetzt die Schlüssel? Wir sind da. Ja. Hier ist noch eine Schlüsselmünze. Und hier ist die letzte. Wow. Das ging schnell. So, wenn mich jetzt nicht mein natürlicher Überlebensinstinkt nicht täuscht, gibt es da hinten den letzten grünen Stern. Ich bin übrigens da, habe mich da übrigens das erste Mal hochgecheatet. Und versucht es zu holen. Ich habe es sogar auch geschafft und habe mich dann gewundert, wofür der Block war. Jetzt weiß ich's. So, okay, dann holen wir uns hier noch die goldene Flagge. Und kriegen 181, nein! Warum nicht 187? Naja, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz schnell Weltstern 6. Und dann haben wir 6 Level in einem Part geschafft. Wow! Ja, das hat mich richtig zum Ausrasten gebracht. Das ist sehr schade, dass ihr das nicht zu Gesicht bekommen habt. Weil, ja, da sind schon lustige Rages passiert. Ja, wandern auf dem Wabenweg. Ich kann euch übrigens sagen, dass der nächste Part vielleicht ein Backtracking-Part sein wird, wo wir die letzten Grünsteine und Stempel holen werden, die wir ja mal verpasst haben. Da gibt es ja jetzt nicht wirklich viele von. Goldene Flaggen werden wir uns natürlich auch noch mal holen müssen. Das wird auch noch mal ein Spaß. Aber wir sind ja jetzt... Ja. Wir sind ja jetzt abgehärtet durch die Bonuswelten hier. So. Ja, es hat ein kleines Scrolling, eine Top-Down-Perspektive, Vogelperspektive, so wie man sie auch nennt. Ja, der Experte ist mal wieder am Werk. Bei der Lava ist man instant tot. Das muss sich auf schmerzhafte Art und Weise mehrmals akzeptieren. Ich hoffe, wir kriegen das schnell hier hin, weil das Level wirklich schwierig ist. Und häufig ist der erste Durchlauf einer der besten. Also wir haben auf jeden Fall schon mal sehr gute Start. Toad. Danke. Wir haben auf jeden Fall schon mal richtig gute Startschwierigkeiten. Ja. Die Kirsche verabschiedet sich aber sehr schmerzhaft. So, und hier gilt es, alle Pickelkäfer... Nee, das sind nicht Pickelkäfer, das sind... Parapünktchen. Alle zu besiegen, wie in Donkey Kong. Das ist geil. Und dann kriegt man den Grünstern. Den zweiten. Habe ich schon gesehen? Haben wir schon den Stempel gesehen? Wenn ja, keine Ahnung, wo er ist. Nein, Spaß. Werden wir bestimmt noch kriegen. Also wirklich, wenn Toad normal läuft, ist er schneller als manche Leute, wenn sie rennen. Es ging da ab. Hallo. Sie spucken hier mit Feuer. Eine wahre Straftat. So, Lille. Ich hab meinen Bumerang einfach verbrannt. Boah, ja, der Sprung ist wirklich nicht ohne. Gibt aber gleich noch mehrere härtere. Erstmal sind wir hart unter Beschuss. Ja, den am besten mit dem Bumerang holen. Wow, wir waren fast in der Lava. Chill. Ja, das muss man am meisten beherrschen. Kontrolle. Ah ja, genau, den Stempel holt man sich auch übrigens mit dem Bumerang. Zack, da haben wir ihn. Ich werde das Level jetzt nicht nochmal spielen, aber da hinten ist die Warpbox und dann kommt man zum Ziel. Eines der einzigen Level, die ich nicht mit Let's Play beendet habe. Lull. Was? Da hinten fehlt die goldene Flagge. Nein. 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 Nein, nein, nein. Ich hole mir Peach.
Okay, ich habe mich gerade dazu entschieden, das einfach im nächsten Part zu machen. Ich würde sagen, jetzt war es das erstmal mit diesem Part von Super Mario 3D und ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!